In Haminkeln wohnt ein Labrador zusammen mit Menschen. Naja, wenn auf der Fußmatte schon steht, wem das Haus gehört, dann weiß man ja, was einen erwartet. Hallo, ich bin Daniel. Ich bin Mandy. Und das in der Mitte ist unser kleiner Prinz, der Gustav. Der wird im Oktober 3 Jahre alt und den haben wir schon vom Welpe an, seit er 8 oder 9 Wochen alt ist. Inzwischen ist er in den Pflegeljahren. Hallo. Ja, hallo, Gustav. Die Frustrationstoleranz ist sehr, sehr niedrig, wenn wir irgendwo sind und Sachen sind eben nicht für ihn da. Das kann er einfach, also das akzeptiert er einfach nicht. Das ist ein sehr temperamentvoller Hund, sehr überdreht, bisschen unstrukturiert, reizempfänglich. Mal sehen. Wenn beispielsweise meine Schwiegermutter kommt, dann guckt er sofort in die Handtasche, was sie ihm mitgebracht hat. Das ist mein Einkauf, ne? Ey, sag mal. Ab ins Körbchen. In einer Situation, wo es beispielsweise um Essen geht und wir ihn in sein Körbchen schicken, wo er eigentlich zur Ruhe kommen soll, ist er die ganze Zeit über in einer Erwartungshaltung, weil er das so gelernt hat, wenn er ein Kommando befolgt, dass er dafür belohnt wird, in Form eines Leckerchen. Und wenn Prinz Gustav das erwartet, wird es mundgerecht angeliefert. Natürlich probieren erst seine Vorkoster. Danke. Der ist nicht für dich. Ja, aber das ist halt einfach auch der Labrador, wie man ihn kennt. Zwar total nett und freundlich, aber immer leicht überdreht, total verfressen, absolut distanzlos. Und ist natürlich auch ein Resultat, ich behaupte mal, der mangelnden Erziehung. Das größte Problem mit dem Gustav aus unserer beider Sicht ist die Impulskontrolle. Gustav sieht da kein Problem. Ich mag Gustav. Und bei Gustav ist es so, dass er mich, seit er ein Welpe ist, schon immer kontrolliert hat. Und dann war einmal ein Hundetrainer hier und sagte, ja, Mandy, was meinst du denn, warum rennt er dir mit zur Toilette und wartet auf dich? Ich hab gesagt, ja, weil er mich so lieb hat. Und er so, nee, der kontrolliert dich. Auch, ist aber auch Liebe. Den Titel treuer Begleiter seines Menschen hat sich Gustav echt verdient. Total anstrengend, aber vor allen Dingen anstrengend für Gustav. Denn er lebt ja da ganz offensichtlich mit 2 Kleinkindern, die er betreut. Unfassbar anstrengende Aufgabe für so einen Hund. Unabhängig davon, dass das natürlich zwischendurch auch mal nervt, dass er immer hinterherläuft, tut es mir halt leid für ihn, weil er schläft, ich stehe auf und er steht mit auf. Und so weiß ich, der ruht sich gar nicht richtig aus, der entspannt gar nicht richtig. Ja, und das ist auch erstmal alles total richtig analysiert, die Situation ist richtig eingeschätzt. Trotzdem fragt man sich ja, wie kommt es denn dann so weit? Und da gibt es so ein paar Anzeichen. Also wenn die Fußmatte schon den Namen des Hundes hat, die Haustür ist mit dem Namen ausgestattet und es dreht sich da eigentlich alles um Gustav. Und ich glaube, das ist genau der Schlüssel. Der Gustav ist ja unser absoluter Prinz, unser Liebling. Und ja, bald muss er aber da ein bisschen zurückstecken, weil uns erwartet Nachwuchs. Oh, toll, toll, toll. Also wenn wir das nicht hinkriegen bis zur Geburt des Kindes, haben wir ein echtes Problem. Ein echtes, richtiges Problem. Weil Gustav wird das sofort auf das Kind übertragen. Und sagen, ach okay, seit der jetzt da ist, habe ich hier weniger zu tun. Das ist gefährlich im Zweifel. Die Bedenken meinerseits, wenn das Baby auf der Welt ist, dass er alles das, was dem Baby gehört, beim Baby ist, auch gleichermaßen eher für sich beansprucht? Ja, natürlich. Also es geht natürlich ganz klar darum, dass Gustav jetzt nicht, wenn da ein Säugling rumliegt, und ein Säugling liegt oft rum, nicht drüber latscht, nicht dran leckt, nicht dran knabbert und natürlich auch aushalten lernt, du bist jetzt nicht dran. Also wenn Gustav dann noch diesen Kontrollwahn hat, dann ist es ja wirklich Psychoterror für diesen Hund. Die Hilfe von Rütters Team wünschen wir uns, weil Gustav einfach die Impulskontrolle nicht wirklich beherrscht und es nicht aushält, wenn er nicht die erste Geige spielt, vor allem bei mir. Ja, das muss sich ändern, damit das ein entspanntes Leben für uns wird und vor allem auch für den Hund. Ganz super wichtiges Thema. Denn ich weiß ja aus eigener Erfahrung, man nimmt sich dann so als Eltern vor, ja, wenn die Kinder geboren werden oder das Kind geboren wird, der Hund kommt dann nicht zu kurz. Auf jeden Fall kommt der Hund zu kurz. Also du schläfst mal die ersten 3 Jahre nicht, du bist pausenlos im Stress, alles dreht sich um den neuen Zweibeiner. Und da muss der Hund auch aushalten lernen, dass er mal nicht dran ist. Das müssen wir aber im Vorfeld vorbereiten, denn es gibt genug Hunde, die sofort verstehen, okay, der kleine Knirps ist schuld. Und dann kommt so eine Konkurrenzsituation. Und die wird schnell gefährlich.